Hallo, herzlich willkommen zur 26. Folge beim King of the Road Let's Play. Ja, das ist ja die King of the Road Woche, wo mal wieder die ganze Woche Montag, Mittwoch und Samstag jeweils eine neue Folge vom King of the Road Let's Play veröffentlicht werden und veröffentlicht wird, sagen wir es mal lieber so, das klingt besser. Und ja, wir starten in Westwood, werden uns jetzt auf einen Auftrag schnappen und werden einfach so mal auf legale Art und Weise, U38, das ist neu. Ende der letzten Folge waren es noch 24, da hat bestimmt irgendjemand seinen Auftrag beendet. Wir haben immer noch 12% Marktanteil, da hat sich noch nicht viel verändert. Ja, da hat bestimmt irgendjemand seinen Auftrag beendet. Wenn wir überlegen, Ed 160.000 hat der schon gebracht. Das ist ja unglaublich. So, ja, dann geht's schnell in den Rückwärtsgang. Ach so, halt. Ja, im Moment, die Rauschgeräuschekulisse ist gerade blöd. Das Zitat machen wir gleich. Ich möchte nur schnell. Also, Foothill haben wir. Wir haben Norfaber. Aber 7000. Gut, Bruchfaktor sind nur 16%. Das ist halt Zucker. Kann halt nicht viel kaputt gehen. Spiegel nach Sandy Ranch ist halt schon ein bisschen mutig, aber da habe ich Lust drauf. Besonders, weil wir Erster sind. Das ist natürlich gut. Da haben wir alle Karten offen. So, jetzt schnell das Zitat, weil jetzt können wir. Ja, diesmal ist das Thema Dankbarkeit. Das Zitat stammt von Alexandre Vinet und lautet: Die Dankbarkeit ist das einzige ganz uneigennützige Gefühl, dessen unsere jetzige Natur fähig ist. So. Natürlich wird auch diese Folge direkt im Anschluss an die vorherige Folge aufgenommen. Einfach weil heute komme ich dazu und werde das dann Stück für Stück rendern. Kann ich mir dann schön Zeit lassen. Denn die King of the Road Folgen brauchen immer ein bisschen, da das Hochstretchen wahrscheinlich beim Renderprogramm sich nicht so beliebt macht. Ich weiß es nicht genau. Ich kann mir es nicht genau erklären. Ich vermute mal, dass das damit zusammenhängt. Weil zum Beispiel Minecraft rendert das halt richtig schnell. Da brauche ich für eine halbe Stunde auch fast, also eine halbe Stunde Video, auch fast nur eine halbe Stunde zum Rendern. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht 35, 40 Minuten, okay. Aber hier sind es halt manchmal 2 Stunden, 3 Stunden. Das ist dann halt nicht so angenehm. Und das, obwohl manchmal das Hardware-Encoding drin ist, auf einmal kommen 4 Gegner aus dem Nichts, beziehungsweise 3. Das ist halt, ich müsste mir vielleicht mal ein anderes Renderprogramm zulegen. Ich rendere das alles mit Magix Video Deluxe 2019. Und vielleicht wäre es mal klug, sich da dieses DaVinci Resolve oder so zuzulegen. Oder auch ein Sony Vegas. Aber ne, Sony Vegas kostet halt richtig Geld. Eigentlich möchte ich kein Geld mehr jetzt ausgeben. Einfach weil bald mein Studium beginnt und dann sollten meine Prioritäten ein bisschen woanders liegen. Natürlich möchte ich dann weiter noch die Let's Plays machen und auch das ein oder andere Stream-Video via VDSL-Leitung ins Internet übertragen. Um es mal ganz komisch auszudrücken. Aber mal sehen, ob ich das alles, wie das zeitlich alles passt, da kann ich jetzt noch gar keine Aussage machen. Es geht Anfang Oktober los und dann natürlich am Anfang die Zeit wird wahrscheinlich noch ein bisschen entspannt, aber wenn dann Klausuren kommen noch und nöcher, ja, dann ist vielleicht auch das Zocken mal eine gute Abwechslung. Ja, das kann sehr gut sein, das stimmt. Wenn man da mal ein bisschen Abwechslung hat vom anstrengenden Alltag dann. Aber mal sehen, ich lasse mich da komplett überraschen. Und wenn es halt so ist, ja, dann wird das halt mal pausiert. Wie schon gesagt, ich mache das ja alles nur hobbymäßig und aus Spaß. Natürlich möchte ich irgendwann mal auch die 100. Folge Minecraft erreichen. Einfach um zu sagen, ja, ich habe den Geduldsfaden behalten können und habe 100 Folgen Minecraft aufgenommen. Sind ja jetzt bald bei der 50. Die kommt ja dann für euch gesehen nächste Woche am, lasst mich kurz überlegen, was ist das? 28. September müsste das sein. Wenn nichts dazwischen kommt, kommt die am 28. September, kommt die 50. Folge raus. Eigentlich könnte ich mir da mal wieder jemanden einladen zum Quatschen. Das wäre eigentlich ein guter Anlass. Hier rechts haben wir noch gar nicht geguckt. Da könnten vielleicht auch so geheime Sachen stehen. Das wäre eigentlich ein guter Ort gewesen dafür. Ja. Mal sehen, mal sehen.
Genau, des Weiteren möchte ich auch, das kann ich jetzt schon mal so sagen, sofern denn mal irgendwann das Civilization-Video, die Civilization-Runde beendet wird, vielleicht allgemein wieder samstags sowas wie einen Retro-Tag einführen. Da werde ich dann halt die eine Woche zum Beispiel mal King of the Road, die andere Woche Pharao veröffentlichen. Ich habe auch für mich so selber gesagt, das habe ich auch schon mal erwähnt, glaube ich, dass ich Project IGI 2 auch noch entweder als Let's Play oder als Stream zu euch bringen möchte. Einfach weil es, ich finde, es ist nochmal eine grafische Aufwertung auf jeden Fall. Die Story ist eine komplett andere. Also sicher, man spielt immer noch auf als David Jones und muss halt die Welt vor dem Bösen retten. Okay, gut. Und auch das Gameplay ist dasselbe, ja, das muss ich mir eingestehen. Aber es sind doch andere Waffen, es ist ein ganz anderes, eine ganz andere Zielführung. Die Missionen haben auch teilweise Zeitbegrenzung, dass man da auch dieses Element ist dabei. Also, das ist schon was anderes, muss ich sagen, als die 1. Da hat man sich schon wirklich Mühe gegeben. Und das habe ich ja, glaube ich, auch schon erwähnt. Es ist ein Nachfolger, beziehungsweise ein, ja, wie nennt man das? Ein Remake, ich kam nicht drauf. Ein Remake ist in Arbeit. Und natürlich, sofern das rauskommt, werde ich das auf jeden Fall Let's Playen. Also, diese Anstrengung möchte ich auf jeden Fall über mich bringen. Das, ich denke, das ist auch eine lohnenswerte Sache. Das pusht den Publisher. Die freuen sich dann vielleicht, wenn das da mal 2, 3 Leute sehen. Das werden bestimmt viel mehr sehen. Ich denke, es gibt genug Leute, wenn man so unter den Trailer sieht und auch allgemein so das liest. Also, ich glaube, es gibt genug Leute, die sich das vorbestellen und das sich da richtig freuen, wenn das dann veröffentlicht wird. Einfach um dieses Gefühl wiederzubekommen, so wie bei Pharao, wenn das ist halt, bekommt halt auch einen Nachfolger, ein Remake, wie auch immer. Also da werde ich mich auch richtig doll freuen. Das sind die 2 Spiele, die ich mir wahrscheinlich wirklich kaufen werde, vielleicht auch wirklich zum Vollpreis, wenn sie nicht irgendwo doch ein bisschen in reduzierter Form kommen. Einfach, weil das ist halt ein bisschen meine Kindheit gewesen. Es klingt verrückt, wenn man bedenkt, dass ich nicht viel älter bin als die Spiele selber. Wie war das? Ich glaube, Pharao kam 99 raus oder so. Ich bin 97 geboren, naja. Und ja, auch King of the Road hier kam 99 raus und ich bin eigentlich erst kurz davor geboren worden. Aber trotzdem habe ich schon als kleiner Knopf im Alter von 5, 6, 7, sagen wir mal wirklich 7, ich glaube 7, ja, angefangen, zumindest Pharao und King of the Road zu spielen. IGI kam ein bisschen später, das durfte ich am Anfang nicht spielen, ist ja auch richtig, ist ja ein Ego-Shooter immer noch. Und da war erst recht die ganze Debatte da. Zu der Zeit, so die, naja, anfänglichen 2000er, als CS dann richtig populär wurde, ist das denn gut für die Kinder oder auch nicht? Und werden die dann zu Amokläufern? Und ich denke ja, es gibt eigentlich genug Studien, die das beweisen, dass es eben nicht so ist. Und sicher, finde mal eine Studie, die du reproduzieren kannst. Das ist ja das Problem, dass, wenn du die Studie meistens nochmal ansetzt, dass man dann meist nicht zu demselben Ergebnis oder zumindest nicht zu denselben prozentualen Ergebnissen kommt. Oder zu ähnlichen prozentualen Ergebnissen, wie das davor der Fall war. Hier kommt ein Gegner. Ne, ist kein Gegner, das ist bloß. Ja, die Gegner sind uns aber relativ nah. Wir können jetzt wieder hier warten und die alle ins Wasser schuppen. Das wäre eigentlich sehr amüsant. Hihi. Ja. Es gibt ja auch Studien, die sagen, dass das Spielen von solchen Ego-Shootern die Konzentrationsfähigkeit steigern können. Das glaube ich auch, wenn man das nicht übertreibt, kann man schon sich länger konzentrieren. Man steigert auch seine Reaktionsfähigkeit. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Und schwupps. Sehr schön. 78.000 haben wir. Das ist ja schon sehr lohnenswert, muss ich sagen. So, Milch nach Southgate. Ist ein bisschen weit. St. Helena wäre jetzt schön. Da könnte man nämlich Leute einstellen. Doch schon wieder River Valley. Wäre auch gar nicht das Problem. Mercury wäre auch mal gut. Ja, Mercury, da könnte man... Ah, lebende Hühner bis nach Greystone. Was haben wir denn? Wir haben noch knapp 15 Minuten. Also Mercury schaffen wir auf jeden Fall. Greystone ist halt... Ach, na los. Fahren wir mal wahrscheinlich die längste Strecke, die man fahren kann. Ich glaube schon. Ich glaube, Southgate ist näher an Greystone als... Wir können ja auch mal auf legalem Wege hinfahren.
über Windcliff Eastwood. Das dauert alles so seine Zeit. Hupsala, Polizei. Ansonsten wäre ich jetzt normalerweise, wäre ich wieder über die Schlammstelle bis nach River Valley und von River Valley aus dann über den Tunnel bis nach Greystone. Aber wir könnten ja auch mal wirklich auf legalem Wege dort runterfahren. Wenn ich sehe, wie lange die zum Beispiel wieder auf dem Kleeplatz, sage ich mal, dort, also auf dem Autobahnkreuz oberhalb von Sandy Ranch und kurz vor North Harbor rumdöseln, also die fahren halt immer noch und irgendwie schaffen sie es nicht richtig. Oh, hier ist ein, das ist ein Konkurrent, glaube ich. Ja, ist ein anderes Logo und wir überholen den gleich, also ist das auf jeden Fall ein Konkurrent. Den dürfen wir auch mal rammen. Natürlich müssen wir aufpassen, jetzt fahren wir doch die Abkürzung. Egal, müssen wir aufpassen, da ja lebende Hühner hier hinten drin sind, auch wenn es hier nicht bock, bock, bock macht. Müssen wir trotzdem aufpassen. Oh, ich sehe gerade, seht ihr das links blinken? Es blinkt zwischen Rot und Weiß, das heißt, einer unserer Mitarbeiter ist unser eigener Konkurrent. Ich glaube, das hat man schon mal, ist aber doch relativ amüsant, das mal so festzustellen. Naja, ist am Ende nicht so wild. Hauptsache, es gibt Geld dafür. Wir verdienen ja, wenn es gut läuft, hier 17.000. Und können dann mit indischen Diamanten wieder richtig viel Geld verdienen. Vielleicht haben wir ja Glück und finden auf den zwei Parkplätzen inzwischen noch wieder einen neuen zum Einstellen und eine neue. Es gibt ja auch Frauen, die LKWs fahren. So ist es ja nicht. Ich möchte da nicht diskriminierend sein. Das wäre auf jeden Fall der falsche Weg. Und jetzt auf einmal 29 Minuten findet ein Rennen auf dem großen Ring statt. Naja, das machen wir natürlich jetzt nicht mehr. So, jetzt wird er ein bisschen mit Verstand fahren, nicht über 140. Oder am besten über 130, ist wahrscheinlich klüger. Ich weiß nicht, ob man sich hier irgendwie eine Grenze einprogrammieren kann. Weil ein Tempomat gibt es ja... Ja, das war es nämlich schon wieder. Ein Tempomat gibt es ja, glaube ich, auch nicht. Huch, was haben wir denn gemacht? Wir können doch eigentlich nur über eine rote Ampel gefahren sein, oder? Es ging so schnell, ich glaube, es war wegen dem Unfall. Ach, das ist der Konkurrent, den wir gerammt haben. Na, sowas Blödes. Könnt ihr das nicht einsehen, dass das ein Konkurrent war? Ah, Benz wollen wir nicht. Wir wollen, nein, auch nicht diesen ZEL, schade. Eigentlich wollten wir jemanden einstellen, aber das, na gut, wir kriegen ja nochmal einen Parkplatz, glaube ich. Ja, wir kriegen ja einen von den beiden. Wir können ja auch über die zweite Schlammstrecke da unten fahren, Richtung River Valley. Ist am Ende egal. Ja, die sind erstmal oben bei North Harbor. Es werden es trotzdem, weil sie, wir könnten auch so jetzt über Eastwood dann fahren. Wäre immer noch kein Problem, selbst dann wären wir wahrscheinlich noch eher da, auch wenn wir hier über den Schlamm wieder fahren müssen. Und wir haben 82.000, also für einen neuen Fahrer, Fahrerin müsste es reichen. Okay, dann nehmen wir die nächste. Kommt ja noch ein Parkplatz, der ist dann glaube ich sogar auf unserer Seite nur. Zumindest von der Zeichnung her. Nein. Und eingestellt für 20.000, was für ein... Oh, was für ein Schnäppchen. Für 20.000 jemanden eingestellt. Der wird aber, glaube ich, auch nicht so viel Geld erbringen. Aber die Tonnage war eigentlich gar nicht... Nick. Genau. War gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir 14% Marktanteil. Ich weiß nicht, wie viel Tonnage wir vorher hatten. Ich glaube, 82.000 kann das sein. Dann wären das jetzt bloß 5.000 gewesen. Glück gehabt. Oh! Hier geht's ja noch gar nicht rüber, ups. Aber hat die Polizei scheinbar nicht mitbekommen. Ich war jetzt ein bisschen zu früh dran. Aber nur ganz dezent. So, jetzt müssen wir hier einmal links rüberziehen. Brachial, zack. Ja, wir werden noch ein bisschen vom Bus geschoben, das ist gut. Ah. Ja, den Hühnern geht's noch gut, also... Ich glaube, selbst wenn... Wie ist denn das jetzt? Okay. Ich glaube, selbst wenn die Hühner ein bisschen durchgeschüttet werden würden,
Manche Fastfood-Anbieter, ich möchte da niemanden nennen, würden sie wahrscheinlich immer noch nehmen und sie zu Nuggets und so ein Zeugs verarbeiten. Aber vielleicht lehne ich mich da auch zu weit aus dem Fenster. Ich meine, immerhin werden die Hühner jetzt bis 2021 dann schon vorher aussortiert und werden nicht mehr erst zum Schlüpfen gebracht und dann werden alle männlichen getötet mit Gas oder Strom oder was weiß ich was. Egal. Warum man das nicht schon eher macht, warum man das nicht einfach bis Ende diesen Jahres macht, ja, da kann sich die Wirtschaft nicht drauf einstellen, bla bla bla. Super, trotzdem werden zig Millionen Hühner unnütz getötet. Einfach nur, um den großen Nahrungsbedarf zu stemmen. Ist halt schon teilweise traurig, damit man dann unsere, keine Ahnung, billig Chicken Nuggets zum selber machen, die halt einfach nur nach Chemie schmecken, für, ich weiß nicht, 5 Euro pro Kilo oder 6 Euro, bin mir nicht ganz sicher, was so eine Packung kostet, kaufen können und uns freuen, dass wir wieder einmal ein günstiges Essen erworben haben, ja. Auch da werde ich, in Zukunft habe ich für mich so entschieden, ein bisschen umdenken. Ich möchte nicht vegetarisch oder vegan mich ernähren. Hier ist auf einmal so ein Dingsens. Naja, toll. Saufgeld, ja, das schaffen wir noch nicht. Außerdem passt vielleicht die Tonnage nicht. Also wie schon gesagt, auch da möchte ich mich ein bisschen verändern. Möchte ich ein bisschen bewusster einkaufen. Einfach weil es halt nicht sein kann, dass man Fleisch für, keine Ahnung, 3 Euro pro Kilo kaufen kann. Oder gehacktes für Ramschpreise, wo man sich halt fragt, wie kann es denn sein? Ah, wir zählen jetzt schon als Fünfter. Wir zählen als erster Mensch. Also, normalerweise, das ist so eine typische Szene. Man überholt von links und trotzdem zieht er rüber, einfach weil er frech ist. Egal. Ja, wie schon gesagt, also da ist es natürlich gar nicht so schlecht, denke ich mal, ein bisschen umzudenken. Einfach, weil es vielleicht wirklich an der Zeit ist, weil jetzt die Möglichkeiten da sind, dass man sich bewusst und auch immer noch für einen vernünftigen Preis ernähren kann. Zum Beispiel Hühnereier kaufen wir persönlich direkt nebenan. Da ist ein Hühnerhof. Die haben halt, ich weiß nicht, 2000 Hühner, aber nicht in Käfighaltung. Die legen ihre Eier zwar in einem Käfig, aber das ist so ein mobiler Käfig, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Die legen ihre Eier halt in so einem mobilen Käfig ab, aber ansonsten rennen die draußen frei auf der Wiese rum. Also, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt. Wenn ich wollte, könnte ich zum Beispiel Brötchen rüberwerfen und würde dann sehen, wie sich da direkt bei uns nebenan sind, glaube ich, teilweise 500 Hühner. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie die umgesetzt werden zum Grasen und zum Fressen. Oder je nachdem, wie jung die sind. 500 Hühner halt, sage ich mal, werden sich immer noch 100 Hühner gleichzeitig um das Brötchen kloppen. Das ist halt doch schon. Das war ein Kollege von uns, relativ amüsant. Ich glaube, das war sogar der Ed. Bin mir nicht ganz sicher. Also, wie schon gesagt, die Eier kosten dann zwar ein bisschen mehr, aber man weiß halt wenigstens, woher sie kommen. Das ist halt das, warum das Lokale unterstützt werden sollte, finde ich. Man weiß, woher es kommt. Das ist halt das Gute daran. Ja. Zum Glück ist dieser Tunnel dieses Mal nicht gesperrt oder kaputt. Knapp. Also die Bremsen finde ich gar nicht gut bei dem Auto, muss ich sagen. Die sind relativ schlecht. Ah, der kann hier nicht weiterfahren. Das ist aber ärgerlich, liebe Mafia. Das tut mir ja auch gar nicht leid für sie. Pupp. Ja, die Hühner werden ein bisschen durchgeschüttet, wie schon gesagt. Die gehen trotzdem noch. So. Okay, dann werden wir uns jetzt noch auf den Tunnel Richtung Greystone machen. Vielleicht fahren wir noch durch, ich weiß nicht. Ich glaube, 5 Minuten können wir ruhig noch nehmen. Schaffen wir es noch bis Greystone in 5 Minuten? Das wird schwer. Ah, tanken günstig, ja, bitte. 896, naja. Ob das immer so günstig ist, könnte man auch bezweifeln. So, einmal hier die. Wow. Ja, was? Was soll denn das? Aber bis jetzt haben wir keine Schäden, glaube ich. Es stand noch nichts da von Schäden für die Hühner.
war jetzt aber schon blöd von der Physik-Engine, oder? Spiel-Engine. Dass wir hier so dolle durchgeschüttelt werden. Einfach nur, weil das Auto halt blöd stand irgendwie. Oder der LKW, wups. So. Ab geht's in den Tunnel. Tunnel. Also, was wäre das Spiel ohne diesen Tunnel? Ich glaube, das wäre nur halb so cool. So. Jetzt gibt es wunderschöne lebende Hühner für Greystone, die wir dann gegen Diamanten tauschen können. Ist das nicht schön? Ein fairer Deal. Ich glaube, ich weiß auch schon, wie ich dieses Video dann nenne. Hühner gegen Diamanten in Greystone oder sowas. Ich muss halt auch sagen, was sehr interessant ist, wenn man King of the Road Game eingibt. Es gibt nämlich auch einen King of the Road YouTube-Kanal, der aber, glaube ich, nicht mit dem Spiel zu tun hat. Wenn man King of the Road Game eingibt, kommt als fünftes oder sechstes Video mein Teil 5. Das ist natürlich sehr interessant. Einfach weil das Video halt nur Greystone heißt. Und natürlich viele sich dann denken, oh nein, nicht eine Sperre. Als ob hier eine Sperre ist. Viele sich dann denken, ja, ist bestimmt auf Englisch oder so. Ist es halt aber leider nicht, aber ich glaube trotzdem, das Video wird trotzdem gesehen, einfach weil viele das halt auch aus ihrer Kindheit kennen, wie schon gesagt. So, mal sehen, was jetzt hier passiert. Wir können ja noch links fahren, notfalls. Ja, tatsächlich. Hier ist einfach zugeschüttet. Ja gut, dann müssen wir halt... mal ausnahmsweise einen anderen Weg nehmen, ist aber nicht das Problem. Es gibt ja genügend Wege. Wenn natürlich hier jetzt auch eine Sperre ist. Was ich sagen wollte, wenn natürlich am Eingang eine Sperre ist, ja dann... oder hier an so einem Ausgang, ist das der Hauptausgang? Sag nicht, dass das der Hauptausgang ist. Das wäre natürlich sehr ärgerlich jetzt. Ich weiß, dass wir hier... es muss doch noch einen zweiten Ausgang geben. Können wir hier nach rechts rein? Nee, können wir nicht. Oh, ansonsten hätten wir jetzt ein richtiges Problem. Weil dann würden wir es vielleicht wirklich nicht mehr schaffen. Weil die sind jetzt bestimmt schon bei Eastwood. Ja. Oh. Na, mal sehen. Also, solange wir hier noch fahren können, ist alles gut. Es gibt halt aber nur diesen einen Ausgang. So, wir müssten jetzt irgendwann mal, genau, hier nach rechts kommen. Und dann mal sehen, was uns hier noch erwartet. Ich dachte eigentlich, es müsste dort unten noch einen zweiten Weg geben. Hier können wir nur nach rechts, hoffentlich. Oder müssen wir nach rechts? So, wenn wir jetzt so geradeaus fahren könnten, würden wir ja eigentlich doch... doch, natürlich, wir müssen da unten rauskommen. Es muss funktionieren. Wir müssen dort unten auf diesen geraden Strich rauskommen. Ja, den Weg erkennt es. Jetzt einmal links und dann die nächste rechts. Geht doch... wow, ja stimmt, hier lädt es... ja, das ist nämlich das. An dieser Stelle lädt es schon immer die Außenwelt, sage ich mal. Und manchmal bricht auch das Spiel genau an dieser Stelle ab. Schön, nicht wahr? So, und es hat geklappt. Also es gibt Wege. Wenn natürlich jetzt hier... wenn natürlich jetzt hier an dieser Stelle, wo wir jetzt gerade fahren, die Decke einbricht, dann gibt es immer noch links und rechts scheinbar Wege. Ja, es gibt immer noch Wege, aber... es gibt halt manche Stellen, wenn dort die Decke einbricht, ich glaube, dort kam... jetzt lädt es nochmal die Außenwelt... dort kann man nicht viel anderes machen als verzweifeln, weil dort geht dann der Tunnel wirklich nicht weiter. So, aufpassen, nicht vergessen. Es gibt hier ein paar Wasserstellen, in die wir nicht reinfahren sollten. Hier zum Beispiel. Ja, wenn man sich irgendwie Markierungen im Spiel setzen könnte, das wäre schön. Aber ich glaube fast, ich werde das Video trotzdem an dieser Stelle jetzt beenden. Also sicher, wenn wir nicht ins Wasser fahren... kriegen wir das locker hin, die sind noch nicht mal bei Windcliff. Alles gut. Aber einfach, um nicht über die 25 Minuten zu kommen, speichere ich das jetzt an dieser Stelle als 25.1. Nein, ich sag doch 26, ja. Muss mir auch mal merken, was ich anmoderiere. Als 26.1. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Ja, bis dann.